Ihnen fehlen die Zeiten, Herr Brenner. Fehlt Ihnen was, Herr Brenner? Ich habe nur Kopfweh. Was heißt das? Mir fehlen die Zeiten? Na, schauen Sie, wenn Sie über die Mindestpension drüber kommen wollen, dann müssen Sie arbeiten. Dann müssen Sie nur arbeiten, bis 84 sind. Haben Sie irgendwelche Ersparnisse? Private Vorsorge? Nichts, gell? Ja. Ja, die letzten 8 Jahre waren Sie nirgendwo angestellt. Arbeitslos haben Sie auch nicht beantragt. Was haben Sie gemacht die ganze Zeit? Ich war freiberuflich. Aha. Ja, aber Einkommensteuer haben Sie auch keine gezahlt. Das ist, weil ich nichts verdient habe. Wohnsitz haben wir auch keinen. Haben Sie eine Scheidung gehabt? Nein. Ich habe gerade beruflich ein bisschen eine schlechte Phase. Herr Brenner, Sie sind obdachlos, Sie sind nicht krankenversichert, Sie sind nicht sozialversichert, Sie haben kein Bankkonto, Sie sind ein U-Boot. Das würde ich nicht als schlechte berufliche Phase bezeichnen. Haben Sie eine Motorsäge? Warum? Das ist aber jetzt eine blöde Geschichte. Sie sind aber schon versichert. Gell? Bitteschön. Servus, Göcki. Nein. Das kann es aber jetzt nicht sein. Servus. Servus. Ob ich irgendwas übersehe? Haben wir Studententreffen oder was? Wir haben nicht studiert. Was der Bier? Wie geht's, Geschäft so? Nächste Frage, bitte. Kannst du mir Geld borgen? Ich habe gerade beruflich ein bisschen eine schlechte Phase. Herr Brenner, Sie sind nicht krankenversichert, Sie sind nicht sozialversichert, Sie haben kein Bankkonto. Das würde ich nicht als schlechte berufliche Phase bezeichnen. Sie sind ein U-Boot. Servus, Göcki. Ob ich irgendwas übersehe? Haben wir Studententreffen oder was? Wir haben nicht studiert. Hast du ein Bier? Jetzt ist schon wieder was passiert. Ich weiß es nicht. Herr Brenner. Da haben wir halt wieder nichts zusammengebracht. Schwester, ich brauche Polizeischutz. Da wären Sie der Erste, der beim Scheißen einen Polizeischutz braucht. Es ist Kommunikation drin. Stimmt. Sie, der Chef und der Köcki, waren alle gemeinsam auf der Polizeischule. Was habt ihr noch gehabt, die drei? Ein Geheimbund, ein Schützenverein. Erinnerung ist etwas sehr Wichtiges. Jeder von uns verdrängt manchmal was. Ich verdränge überhaupt nichts. Wenn da jemals irgendwas an mir gelegen ist, dann geh bitte weg. Bringen Sie jeden Patienten persönlich heim? Wahrscheinlich nur die schweren Fälle. 17.16 Uhr, die Mutter der Zielperson betritt wieder das Haus. 17.17 Uhr, die Mutter der Zielperson wird von einem kleinen Transporter überfahren. Geld bauen. Das ist aber jetzt eine blöde Geschichte.